Lehnt euch zurück und gönnt euch, es ist ein Esti am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir mal den neuen Gegnermodus in GTA 5 Online. Ja, ihr wolltet ja mal, dass ich wieder mal meiner GTA-Serie treu bleibe. Und deswegen zocken wir heute mal ein bisschen, ja, den neuen Gegnermodus anspielen, um zu gucken, wie der auch ist, weil den habe ich selbst noch nicht mal gespielt. Also irgendwie habe ich gecheckt, dass man irgendwelche Sachen einnehmen muss, indem man dort Kills macht und so weiter und so fort. Aber ja, irgendwie muss ich mich dort auch erstmal einspielen, da die alle mit Nades und so spielen und jetzt ich auch mal Ah, jetzt okay. Ich dachte schon jetzt, dass man da nichts mehr machen kann. Oh, diese. Ich frage mich über, warum der Host das eingestellt hat, dass man so eine Scheiße machen muss, Alter. So sinnlos. Sind nicht mehr feierlich. So. Jetzt brauchen wir noch ein wenig Punkte. Ich habe das Video ein bisschen später angegeben, weil, wie gesagt, wollte noch ein bisschen den Modus austesten. So. Ja, Digga, sie kommen mit. Seht ihr das? Ihr habt es ja selber gerade gesehen. Tyler. Ach, immer diese Franzosen. So, jetzt rotieren wir mal hier rechte Seite, um zu gucken, ob hier auch welche. Da war. Die spielen mit Granatenwerfer, Digga. Seid ihr komplett sinnlos? Ja, von wo denn, Digga? Von wo? Ja, genau, sehe ich auch so, gell? Mein Gott. Jo. Wahrscheinlich hast du mich gefickt. Und wie viel gewinnen wir? Ja, 30.000 auf meinen Nacken, Jungs. Was geht ab? Und Level 126. Was geht ab, Jungs? Ja, und keine Ahnung, wahrscheinlich geht das Video nicht mal 5 Minuten. Aber ja, heute war es echt mal ein kurzes Video, weil ich da zuerst dachte, ja, wenn ich jetzt zum erste Mal spiele, werde ich wahrscheinlich richtig abkacken. So. 3 Kills, 6 Tode, ultra negativ, aber ich hoffe, das wird noch in den kommenden Videos. Ich werde jetzt immer wieder solche Spielmodi austesten und ich werde jetzt mal auf meinen einen Kommentar hinter diesem Video lassen und wenn ihr dann, ich habe zum Beispiel, wollte noch eine Folge sehen in meinen Kommentaren, dann liked einfach mal diesen Kommi und dann könnt ihr auch mit mir mitspielen und in dem Sinne sage ich einfach mal Wiederschauen und reingehauen und lasst ein Like da.